Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, und heute geht's mal wieder um das nächste GTA Online DLC, denn Freunde, mittlerweile ist Anfang Mai und wir haben immer noch keine konkreten Infos zum neuen Content in GTA Online. Und langsam wird's auch echt langweilig. Ich meine, das Calypso Heist DLC ist nun auch schon fast 4,5 Monate alt, also Rockstar Games, langsam wird's mal wirklich Zeit, die Community wartet. Ja, aber da habt ihr jetzt ja echt Glück, dass ihr dieses Video angeklickt habt, denn der Insider Testfan hat vor kurzem wieder auf den GTA Forums etwas gepostet in Bezug auf ein neues Update. Was er genau gesagt hat, wie groß das Update wird und worum es gehen könnte, das erfährst du in diesem Video. Deswegen würde ich auch sagen, Video geht los, viel Spaß dabei. Also Freunde, schon seit ein paar Tagen bis Wochen gibt es in der GTA Online Community die Gerüchte über ein neues, kleineres Update, welches wir in der kommenden Zeit für GTA Online erwarten können. Und genau dazu hat sich jetzt, wie gesagt, unser alter Freund Testfan auf den GTA Forums zu Wort gemeldet, denn jemand schrieb nämlich folgendes. Testfans Vermutung ist, dass wir ein neues, ziemlich kleines DLC bekommen werden. So etwas in der Art wie schon in der Vergangenheit mit Lückenfüller-Updates, wie zum Beispiel das Special Vehicle Circus Update oder auch das San Andreas Super Sport Series Update. Vielleicht könnt ihr euch an diese kleinen Updates noch erinnern, das waren zwei Updates, welche eigentlich alles in allem nur ein paar neue Stuntrennen nach GTA Online gebracht haben, war aber trotzdem relativ cool, weil man dann mal wieder was zu tun hatte. Und Testfan antwortete darauf jetzt folgendes. Ich würde das nicht als DLC betrachten und außerdem ist es nicht eine Vermutung von mir, sondern das, was ich von meinen Quellen gehört habe. Es handelt sich hier eher um Content, den wir normalerweise ohne ein neues Update bekommen würden. Davon abgesehen gibt es jedoch gerade interessante Aktivitäten in der Steam-Datenbank, bei denen das Muster der QA Beta 2 Updates ähnlich ist mit dem von anderen DLCs. Deswegen frage ich mich, ob der wenige neue Content, den wir hätten bekommen sollen, nun in ein kleines Update integriert. Oh, jetzt bin ich hier. Oh, fuck. Bin ich fast auf die Schnauze gefallen, Alter. Deswegen frage ich mich, ob der wenige neue Content, den wir hätten bekommen sollen, nun in ein kleines Update integriert wurde. Wenn dem so ist, dann hat die Entwicklung von diesem Update nämlich schon am 25. März begonnen, also vor rund einem Monat, aber erwartet jetzt trotzdem nicht super viel. Entweder das oder Rockstar Games hat gemerkt, dass wir spekuliert haben, dass kein neues DLC in Entwicklung ist und beschlossen, dies jetzt zu tun, um unsere Zweifel etwas zu lindern. Okay, danke Slack, das war jetzt wieder krass verwirrend, ich habe genau nichts gecheckt, kann ich auch in die Schule für gehen, anstatt deine Videos zu gucken, aber kein Problem, Freunde, ich fasse das jetzt mal deutlich einfacher zusammen als diese schlimme Übersetzung von mir. Und nach dieser Erklärung spreche ich dann auch übrigens über den womöglichen Release-Termin. Also, Testfan vermutet, dass wir ein bisschen neuen Content in GTA Online bekommen. Ähnlich wie zum Beispiel beim Special Vehicle Circuit, da war nämlich der einzige neue Inhalt, neue Spezialfahrzeug-Stunt-Rennen. Neue Autos oder sowas gab es, glaube ich, nicht, sondern halt nur neue Missionen bzw. Rennen. Sowas haben wir aber auch schon mal mit den Geralt-Missionen gehabt, da gab es nämlich eine neue Eventwoche und dazu gab es dann vollkommen überraschend neue Missionen. Ein neues Update musste man hier jedoch nicht für runterladen, weil diese Missionen halt wirklich ziemlich basic waren und man deswegen keinen neuen Content brauchte. Und genau aus diesem Grund würde Testfan das auch nicht DLC nennen, weil es halt so wenig Inhalt ist, dass man den einfach per Background-Update ins Spiel bringen kann. Jetzt kommen wir aber mal zu einem wichtigen Twist in der ganzen Geschichte, denn es gab vor kurzem eine Änderung in der QA Beta 2 von der Steam-Datenbank, welche demselben Muster folgt wie schon andere DLCs, die für GTA Online geplant worden sind. Denn im letzten Absatz fragt sich Test nämlich, ob Rockstar Games nun den kleinen neuen Inhalt in ein eigenes kleines Update gepackt hat und dazu dann vielleicht noch ein bisschen neuen Content tut. In etwa sowas wie zum Beispiel neue Fahr- oder auch Flugzeuge. Jetzt schauen wir uns aber auch mal schnell die QA Beta 2 an, von der Testfan gesprochen hat, denn die macht das Ganze noch ein bisschen anschaulicher. Diese soll nämlich ja einem bestimmten Muster folgen, wie schon bei früheren Updates. Und wir können uns das Ganze jetzt auch mal anschauen und sehen dann, die QA Beta 2 wurde ziemlich regelmäßig zwischen 22 und 23 Uhr geupdatet. Die Zeit ist übrigens in UTC, also in der koordinierten Weltzeit, angegeben. Rockstar Games hat sein Hauptstudio in New York und wenn man jetzt die UTC-Zeit auf New York umrechnet, sieht man, dass die meisten Updates so gegen 19 Uhr abends hochgeladen worden sind, also so ziemlich am Ende eines Arbeitstages. Ja, aber Slack, was ist denn jetzt hier mit irgendeinem Muster gemeint? Ich sehe hier überhaupt kein Muster. Also recht simpel, beim Calypso Heist zum Beispiel war es auch schon der Fall. Dort wurde an dem Update nämlich gearbeitet und am Ende eines Arbeitstages wurde der neue Entwurf zur Qualitätsanalyse auf die Server geladen. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr arbeitet an einem wichtigen Schulprojekt. Keine Ahnung, ihr macht vielleicht eine PowerPoint-Präsentation über die Clickbait-Titel von Slack und weil es davon ja wirklich viele gibt, arbeitet ihr mehrere Wochen an dieser Präsentation. Und nach einem geschafften Arbeitstag ladet ihr dann den aktuellen Stand der Präsentation
Präsentation auf einen Server hoch, wo sich dann zum Beispiel euer Lehrer die Präsentation anschaut und überprüft, ob ihr Fehler gemacht habt. Genau dasselbe Vorgehen haben wir jetzt momentan bei der QA Beta 2. Also, das ist der aktuelle Stand und so wie es scheint, könnte Rockstar Games gerade wirklich an einem neuen Update arbeiten. Aber Freunde, wenn das wirklich der Fall ist, wird dieses Update wirklich relativ klein. Vielleicht sowas wie das DLC von Februar 2016, dort haben wir zum Beispiel recht überraschend 2 neue Bennys Fahrzeuge bekommen, das war's dann aber auch, oder auch zum Beispiel das Landezonen-Update, dort gab es einen neuen Spielmodus in GTA Online, mehr aber auch nicht. Wir sollten jetzt also keinen Kyle Perico oder Gunrunning-Update erwarten, sondern wirklich was ziemlich Kleines. Komme ich jetzt aber auch mal zum Thema Release, wann könnte nämlich dieses Update wohl erscheinen, denn jemand schrieb folgendes in den GTA-Forums. Also spekulierst du, dass wir dieses Lückenfälle-Update vielleicht im Mai bekommen werden, und Tesfan antwortete darauf, schon so, aber was nicht dazu passt, ist, dass die Podiumsliste noch bis zum 17. Juni geht, was leider gegen ein Release im Mai spricht. Die neuen Fahrzeuge für die Podiumsliste wurden nämlich am 8. April hinzugefügt, eine Woche nachdem Rockstar Games das Muster für die QA Beta 2 Updates angepasst hat, also macht es eigentlich keinen Sinn, die Liste jetzt bis zum 17. Juni hinzustrecken, wenn man vorher schon ein kleines Update geplant hat. Es kann aber auch sein, dass dieser QA Beta 2 Stuff dazu da ist, um wieder neue Bugs zu beheben, welche Rockstar Games daran gehindert haben, die Serverergänzung freizuschalten, und ganz ehrlich, ich bin jetzt selber überfragt, was es mit diesen Serverergänzungen auf sich hat, dazu habe ich jetzt leider nichts im Internet finden können. Aber alles in allem könnte sich Tesfan vorstellen, dass das Update wirklich im Mai kommt, was aber dagegen spricht, ist, dass die Podiumsliste noch bis zum 17. Juni geht. Hier muss man aber auch sagen, nur weil die Liste bis zum 17. Juni geht, muss das jetzt ja nichts heißen. Das Update könnte ja trotzdem vorher schon erscheinen oder es werden wieder Fahrzeuge von der Liste gelöscht, denn auch das hat man bereits in der Vergangenheit mal erlebt, dass Rockstar Games wieder Fahrzeuge von der Liste löscht, welche bereits da drauf standen. So und zu guter Letzt, worum wird es denn jetzt in diesem möglichen Update wohl gehen? Was Konkretes weiß man da jetzt wirklich nicht, ich kann es jetzt eigentlich nur spekulieren. Wahrscheinlich wird es eine Handvoll neue Autos geben, neue Missionen und vielleicht auch neue Missionen für bereits bestehende Kategorien. Ich wäre zum Beispiel ein absoluter Fan von neuen Stuntrennen, da man mittlerweile ja wirklich alle Stuntrennen auskennt. Vielleicht gibt es aber auch mal wieder neue Arena oder auch neue Bennys Fahrzeuge, wer weiß, das ist jetzt aber alles nur Spekulation von mir. Aber Freunde, alles in allem haben wir hier wieder ein wirklich brisantes Thema, irgendwas ist gerade in der Mache, das wissen wir mit Sicherheit, die Frage ist jetzt nur was. Nachdem ich jetzt also alle Infos und meine Einschätzung dazu gehört habe, was glaubt ihr denn? Was hat es hiermit auf sich? Bekommen wir ein neues kleines Update im Mai, würde ja schon mal wieder Zeit werden, und einen Burnout würde man durch so ein kleines DLC auch nicht bekommen, wenn man bei Rockstar Games arbeitet, oder handelt es sich hier um etwas ganz anderes? Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Aber gut, Freunde, das war's jetzt auch mit dem Video. Morgen sehen wir uns schon wieder mit dem neuen Video zur Eventwoche wieder, und wenn dir das Video gefallen hat, teilt es auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.